Erstmal müssen wir hier wieder rauskommen, ne? Wurde schon geklärt, warum Abby das gemacht hat? Nee, so weit bin ich noch nicht. Also ich. Wir sind ja quasi dabei, Abby hinterher zu dackeln und das irgendwie rauszufinden. Weiß nicht warum, aber ich wechsle einfach mal spontan auf das Sniper. Sind die drin oder draußen? Wie kommen wir hier raus? Mir nach. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier runter, oder? Ah, das ist zu hoch. Hält ja lange der Schalldämpfer, muss ich mal sagen. Verflucht doch mal! Ah ja, hab ich dich doch gesehen. Nanu. Ach, das ist sie. Das war dumm, Daniel. Ich will nicht den Munition verschwenden. Wenn man drüber gucken könnte, wäre schon... Dina? Alter, was ist mit dir, Dina? Wo bist du denn schon wieder? Warum schießt du denn nicht? Noch jemand? Alter. Und wieder die ganze Scheiße. Ich höre noch mehr. Hier lang. Los, komm. Wie, du hörst noch mehr? Die Mission ist aber gone. Übrigens, diese mit den Flaschen, in Days Gone hattest du die, hast du irgendwelche Motorteile als Schalldämpfer genommen? Drei Schuss. Das ist ja sick. Mega lange gehalten, die Knarre. Also der Schalldämpfer in dem Fall. Da liegt eine Pistole, keine Munition drin. Auch eine Pistole, auch keine Munition drin. Wieder abfuck. Warum müssen wir die Scheiße eigentlich immer ausbaden? Ich verstehe das nicht. Wer baut Scheiße? Ah! Ellie, na los! Wo denn? Ach, da oben! Es ist auch wie bei Days Gone, bringt halt nichts, sich zu schießen, ne? Weil kannst dir halt nichts aus den Leichen ziehen. Wir müssen sie abziehen.
Hat die sogar ein Auto? Los mit euch. Wie sind denn das? Unnormal. Sehr schön. Das reicht fürs Erste. Weiter. Gut, dann warte ich. Nein, man dackelt Abby noch eine ganze Weile nach. Achso. Hast du bei Philipp nicht gesehen, warum Abby das getan hat? Masken. Okay. So, hier gibt es nichts mehr zu holen, wa? Nee. Dann wohl hier durch. Wir müssen weiter. Selber, dass wir weiter müssen. Ich muss nur gucken, ob hier irgendwas liegt. Weißt du, dass du so gefühlt 20 Schuss Munition hast und direkt wieder alles weg. Er hat es mir erzählt, ich saß nicht die ganze Zeit dabei. Irgendjemand musste sich ja noch um Kind und Haus kümmern und sein Gejammer musste ich mir reinziehen. Es klingt voll nach Phil. Voll nach Fips klingt das. Da geht's durch. Ich dachte, sie hätten uns. Ich weiß. Ich höre Katzengejammer. Ich glaube, die Balkontür ist zugegangen. Ich muss mal kurz gucken. Hätte von hier schön ausknipsen können, oder? Ja, super, die werden wir gleich wieder antreffen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Hier nicht verstecken. Ich will ja gar nicht so viele töten, aber die lassen mir ja immer keine Wahl, ne? Hey, Lyrian brät sich nicht, der liegt im Schatten, der ist halt clever. Verpiss dich doch mal, Dina. Geh doch zur Seite. Ein Schokoriegel drin, den hätte ich gerne. Oh. Einmal kommen sie zu zweit hier lang, oder was? Habe Sicht,
von dir! Warum die auch auf mich losgehen? Das ist doch nicht normal, Mann. Der Gegner schießt, ich renn weg. Auf mich gehen sie. Das ist... Also ein Klicker umbringen bringt so wenig. Aber die haben ja wenigstens noch welchen Kram dabei. Vor allem sagen, die müssen alles absuchen, kommen aber nicht hier rein. Auch geil. Muss ja auch nicht sein, ne? Man muss ja auch nicht übertreiben. Ein liebevolles Schnarzen gehört. Könnt ihr vielleicht noch zwei, drei Leute silent erledigen, aber wie gesagt, Kosten-Nutzen-Aspekt ist hier nicht so. Ah. Was könnte es vielleicht zu der ersten Eskalation kommen? Der letzte Schuss hätte ich. Sind glaube ich vier, ne? Vier oder fünf? Eins, zwei, drei. Vier. Vorausgesetzt sind auch noch drei Headshots, ne?
Kann nicht alles mit Waffengewalt lösen. Das ist eigentlich doch, aber. Denn da. Hauptsache, die wird nicht entdeckt, ne? Ohne Scheiß, wenn ich jetzt wegen der eine Schießerei anfangen muss. Kann sie dann alleine machen. Bei ihr ist gar nicht mal so unclever. Wahrscheinlich liegt es aber eher daran, dass die KI bestimmt nicht genutzt wird, um jemanden aufzudecken, sondern nur selbst, wenn man immer entdeckt wird. Hier überhaupt raus? Dina. Beeil dich! Haha, das ging doch besser okay als gedacht. Ja, danke. Baby, ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden. Ach, der Weg ist versperrt. Vielleicht hier durch. Tools? Jules, ich hoffe, du hast es rausgeschafft und findest diese Nachricht. Wir hatten Ärger mit ein paar Klickern, aber nichts Schlimmes. Uns ist nichts passiert. Wir haben uns hier über Nacht verkrochen, um unsere Wunden zu lecken. Die Leiche eines längst verstorbenen Mannes wachte über uns. Eine grausame Erinnerung daran, warum wir das alles tun. Diese Infektion war wirklich eine Warnung. Es ist besser, von dem zu leben, was die Erde uns schenkt, als in diesem verwesenden Chaos festzuhalten. Sakari sagt, wenn wir weiter nach Norden gehen, treffen wir in ein paar Tagen auf das Seraphitenlager. Er nennt es Heaven. Haven. Haven wäre anders geschrieben. Haven. Und sie haben alles dort selbst aufgebaut. Wenn man ihn so reden hört, ist es schwer, nicht inspiriert zu sein, sogar optimistisch. Bete für deine Sicherheit. Ich will gar nicht daran denken, was Isaac tun wird, wenn seine Schläger dich erwischen. Ich warte gespannt auf ein Zeichen, dass es dir gut geht. Gray. Christian Gray. Guck mal, jetzt hat sich das Magazin mal ausgezahlt. Haben wir komplett vollgeladen hier. Der Weg ist versperrt. Ja. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Scars. Ich frag mich, wer all die Wandbilder gemalt hat. Und die Wolves ausgeweidet hat. Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Sag bloß. Hier unten ist eine Öffnung. Sehr grausam. Dann machen wir das Licht mal lieber aus, wa? Wenn ihr da nichts seht, aber dann werden wir auch nicht gesehen, hoffe ich. Ja, da baumelt einer. Haben eure Sporen. Aber das klang nicht wie ein Bloater. Was immer die bekämpfen, wir sollten die sich gegenseitig töten lassen. Oh, oh ja. Bin ich auch dafür. Noch irgendwas? Nee.
Toter Klicker. Die mag ich am liebsten. Über? Okay. Oh, eine Waffenwerkbank, ja Mensch. Können wir doch wieder nichts herstellen, Mensch. Da können wir doch mal uns gönnen. Obwohl, ein bisschen können wir was machen hier. Hier brauchen wir, glaube ich, nichts weiter. Feuerrate, Stabilität, Kapazität, ist alles so. Hm. Mehr Schaden, warum kann ich hier nicht mehr Schaden investieren? Ich nehme mir noch 8 Teile. Bringt das was, ist die Frage. 35 Stabilität und 40 Rückstoß. Ich meine, nach einem Schuss sollte der eigentlich tot sein. Eigentlich wäre es besser, wenn der, wenn ich ein bisschen die Streuung auseinanderkriege und ein bisschen mehr zentrieren könnte. Wenn ich halt auch auf 5 Meter mal schieße oder so, wisst ihr? Das wäre ganz gut. Wir warten noch und dann investieren wir in. Investieren wir dann in höheren Schaden in dem Revolver. Dafür ist er eigentlich da, dass er eigentlich ordentlich Bums macht. Wie gehen wir vor? Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir dahin? Konnte man hier werfen? Ja. Ich denke, glaube ich, ein bisschen zu einfach, oder? Was übersehen? Ah ja. War fast innovativ, was ich vorhatte. Ich hätte jetzt gedacht, man kann sich einfach rüberschwingen. Kann man nicht. Bin ich denn bekloppt? Kann das so schwer nicht sein.
Hier geht oder was? Das sollte gehen. Ich habe vergessen, wie man schwingt. Kinder das? Ah. Jetzt brauchst du auch nicht mehr sagen, wie man schwingt. Für das Programm. Wo ich es rausgefunden habe. Mega geil, wenn man schon dranhängt, dann erst sagen, wie es funktioniert, nachdem man schon 5-mal probiert hat. Und die Leiter kommt dann nicht. Kommen wir nicht weiter? Soll der unterstützende Hinweis sein, dass du dir sicher sein kannst, dass du die richtige Taste gedrückt hast? Ja, ich glaube auch so langsam. So, Medikit hier liegen zu lassen wäre natürlich blöd. Nehmen wir das einfach mal. Für den kleinen Strich, den wir da haben. Ja, wenn das nicht einladend ist, dann weiß ich auch nicht. Ist noch ein Treffer. Los, weg hier! Da! Vorsicht! Scheiße! Da los! Ich hab dich! Ich hab dich! Ja gut, der ist auf jeden Fall lecker, ja, das kann ich bestätigen. Kletter mal hier an den befestigten Teilen rum, damit ich nicht hier einfach runterstürze. Wahrscheinlich sollen wir das. Scheiße, sollen wir hier runterfallen? Kann doch nicht euer Ernst sein, Leute. Da habe ich jetzt gerade nur einen Weg nicht gesehen. Ach, hier, sie liegt genau drauf. Mal bitte zur Seite gehen, Dina, das wäre extrem cool. Da könnte ich hier vielleicht hoch. Geht das überhaupt? Ach, geht gar nicht. Ja. Will hier nicht runterfallen. Wie gesagt, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir hier runterfallen müssen, aber ich sehe auch gerade keinen anderen Weg. Doch, da. Aber es bin halt trotzdem runterfallen. What else?